Es ist einer meiner Lieblingsorte, ja. Vor allem einer meiner wichtigsten Orte, weil ich hier. Ich glaube, ich war noch nie so oft in irgendeinem Ort in Berlin wie am Schlachtensee. Weil ja, meine Großeltern lange hier gewohnt haben und ich halt seit meiner jüngsten Kindheit hier immer abhänge. Bin mit 13 nach Berlin gekommen, ja, aus Köln. Naja, also ich muss ja dazu sagen, ich kannte Berlin ja schon, weil ich jedes Jahr hier war, mindestens einmal im Jahr, meine Großeltern besucht habe. Und in Köln habe ich auch nicht so viel von der Stadt gesehen, muss ich sagen. Also bis man 13 ist, hängt man halt im Elternhaus ab und noch einen Block weiter. Und mal zum Einkaufen geht es dann in die größere Stadt. Aber als ich 13 war, war ich halt Skateboardfahrer und war die ganze Zeit nur unterwegs mit meinem Skateboard und habe nach neuen Spots gesucht. Und dann war halt, wo habe ich rumgehangen? Am Alexanderplatz war ich viel, am Potsdamer Platz, Nationalgalerie. Das waren so Bahnhof Zoo. Warum war ich eigentlich am Bahnhof Zoo? Warum war ich da eigentlich? Da war ich auch ziemlich oft. Einfach zum Skateboardfahren habe ich halt, also als Skateboardfahrer lernt man ziemlich schnell die Stadt kennen, weil man immer auf der Suche ist nach neuen Orten, wo man fahren kann. Und Alexanderplatz war immer der Umsteigort für mich, zurück nach Frohnau. Und da war der Skateboardladen, wo ich immer abgehangen habe. Das war so. Ich habe einfach in Berlin eine unglaubliche emotionale Kälte gespürt irgendwie und eine Anonymität. Vor allem, wenn es einem halt schlecht geht, ist man halt super einsam in Berlin. Und man sieht halt auch so viele Schicksale den ganzen Tag, die einen total fertig machen irgendwie. Und ich glaube auch, dass in Berlin irgendwie die Leute so emotional abgehärtet sind, dass sie einfach nichts mehr sehen wollen. Die wollen nichts mehr hören, nichts mehr sehen vom Leid oder irgendwie alle. Sobald es irgendwem schlecht geht oder so, machen alle die Augen zu und sehen es eher als Belastung. Und wollen eigentlich nur ja, irgendwie sich berauschen und irgendwie was Schönes sehen und lehnen es schon vornherein ab irgendwie. Man sieht die ganze Zeit irgendwie heulen auf der Straße oder kotzen oder verrecken. Und ich habe das Gefühl, da stumpfen die Leute schon ab. Ich habe mich auch so isoliert gefühlt, weil alle irgendwie so euphorisch waren mit der Stadt und immer. Ich habe mich irgendwie auch so fremd gefühlt zwischen diesen ganzen Hyänen irgendwie, die sich da zupumpen mit ihren scheiß Drogen und nur ihre beschissenen Klamotten und ihre beschissenen Clubs sehen wollen und alles andere wegschieben. Und dann ist da schon mal ein bisschen mehr Platz. Ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, dass es mir vorgeworfen wird, dass es mir schlecht geht. Also, wenn es einem schlecht geht, dann wird es den Leuten ziemlich schnell vorgeworfen, weil die Leute sich damit nicht. Das ist halt auch schwierig zu ertragen, wenn es jemandem wirklich schlecht geht. Das ist so. Einerseits wenden sich die Leute ab auch, weil sie es nicht sehen können, weil sie es nicht ertragen. Und viele werfen es einem auch vor. So. Warum geht es dir eigentlich schlecht? Weißt du, wie gut es dir geht und die ganze Kacke? Es ist halt auch schwer, sich zu sowas zu verhalten. Und dann habe ich mich lieber isoliert, bevor ich mich dem aussetze. Ja, Isolation Berlin, das war einfach der Grundgedanke, weil ich irgendwie probiert habe, den Zustand zusammenzufassen. Ich kann ja mittlerweile, also es war ja ein sehr unbewusster Vorgang eigentlich, diese Isolation Berlin. Und jetzt muss ich das halt selber probieren zu interpretieren, was habe ich eigentlich damit gemeint? Ich habe ja nicht bewusst dann irgendwas ausdrücken wollen. Ich muss jetzt mich selber eigentlich analysieren. Und ob ich da richtig liege mit, weiß ich ja selber nicht genau. Aber ich glaube, dass das noch verstärkt hat, diese ganzen Touristen und Zugezogenen. Ich habe mich dem ja auch ausgesetzt. Ich saß ja nicht nur allein zu Hause und hab gesagt, ich bin jetzt traurig. Ich habe ja auch nach dem Glück gesucht in der Stadt und nach der Euphorie. Und habe mir jetzt auch alles gegeben, bin in die scheiß Clubs gerannt und hab mir alles angeguckt. Und das hat es schon verstärkt, weil ich diese ganzen Fröhlichkeit ausgesetzt war auch. Dieser Euphorie im Elend irgendwie. Und die ganzen Leute, die mir erzählen, Berlin ist die geilste Stadt der Welt, hier bin ich endlich frei und endlich fühle ich mich wohl. Und man lernt so viele nette, interessante Leute kennen. Und ich saß dazwischen und fand alles scheiße. Alles nur Kacke. Konsequent. Konsequent alles scheiße. Und das war halt auch so frustrierend. Ich dachte so,
Der Grundgedanke war, dass ich nichts gefunden habe, was mein Gemütszustand ausdrückt, irgendwie, was dem gerecht wird. Ich habe nach den Songs gesucht und der Musik, die das ausdrücken, was ich fühle. Und das habe ich nicht gefunden. Und dann habe ich selber geschrieben. Es wurde losgetreten tatsächlich von dieser Krise. Und der Grund war sicherlich auch der, dass ich mich halt von allen dann auch getrennt habe, von meiner Freundin, von Bekannten, mich da dann auch dicht gemacht habe, war für mich auch wichtig, dadurch, dass ich mit niemandem geredet habe, auch über die Songs, dass ich eh gedacht habe, leck mich alle am Arsch, hatte ich irgendwie die Konsequenz zu sagen, ich kümmere mich nur darum, was mir gefällt. Ich mache nur das, was ich jetzt schreiben will. Und wenn man halt so in so einem Gefüge drin ist, hat man oft Angst, dass sein Umfeld das nicht so gut findet. Oder auch Freunde, was schreibt er da und so. Und wenn man halt mal komplett alleine ist, ist es super scheißegal. Aber wir reden gar nicht darüber, ehrlich gesagt. Ich kann da auch nur mutmaßen irgendwie. Aber es haben sich natürlich Leute zusammengefunden, die Songs emotional verstehen, die was Ähnliches empfunden haben, die ähnlich ticken. Aber wir reden nie über die Texte. Nee, wir reden da nicht drüber. Kann ich, glaube ich, lange warten. So. Nee, da ist nicht der Wunsch da. Wenn es so passieren würde, dass eine Szene entsteht, vielleicht wäre es schön. Aber es ist keine Sehnsucht da, die sich an sowas klammert irgendwie. Ich glaube, diese ganze New Yorker Punkzeit und die Londoner Punkzeit, ich glaube, dass alles total schrecklich war damals und total glorifiziert wird. 1000 Vollidioten, die sich nur mit irgendwelchen Drogen zuballern und sich scheiße fühlen, was soll das? Und abgestochen werden von irgendwelchen Nazis oder so. Kein Sehnsuchtsort irgendwie für mich. Ich glaube, das ist alles fake und glorifiziert. Also ich glaube nicht, dass es jemals eine Zeit gab, wo es super magisch zuging. Das ist dann diese Nostalgie, die alles Positive ausblendet. Woran liegt das? Vielleicht daran, dass ich eh nicht so stabil bin. Vielleicht, dass ich das Risiko nicht eingehen will, mich irgendwie zu schwächen. Also psychisch zu schwächen. Das ist mir einfach zu gefährlich. Außerdem kotzen mich die ganzen Leute an, die zugedröhnt irgendeinen Scheiß labern. Und es ist halt auch nicht meine Musik. Also Berlin, die Drogenszene geht ja schon Hand in Hand mit der Elektroszene. Und ich finde elektronische Techno, was weiß ich, wie man das nennen soll, Musik zum Kotzen. Ich hasse das. Ich hasse auch Tanzen. Also ich kriege echt Brechreiz, wenn da 1000 Leute mit leeren Augen so machen. Da kann ich rein. Einzelpersonen, die mit sich selber beschäftigt sind. Und das finde ich halt ganz scheußlich. Natürlich kann es vielleicht schön sein, wenn man halt Drogen nimmt. Dann ist man vielleicht auf demselben Trip. Manche vielleicht auch ohne Drogen, aber ich kann damit halt nichts anfangen. Aber ja, das ist ja auch. Die Leute sind ja alle dran gescheitert an den Scheißdrogen. Das muss ich nicht wiederholen. Außerdem finde ich auch an Drogen gruselig, dass man nicht weiß, was drin ist. Dieses ganze gepanschte Scheiß, man unterstützt irgendwelche Drogenkriege und was weiß ich. Da habe ich keine Lust drauf. Ich achte schon darauf, dass es irgendwie eine gewisse Symbolik hat und dass es irgendwie nicht zu intim wird. Also es darf nie so intim werden, dass es dann irgendwie unangenehm wird. Ich probiere schon bei der ganzen Ehrlichkeit trotzdem noch eine Distanz zu wahren, das ist mir schon wichtig. Aber wenn es der Song verlangt, dann lasse ich es zu. Wir machen uns gar nicht so viel Gedanken. Also diese Geschichte hinter dem Lied ist halt, dass Max und ich haben halt früher ganz viel Platten gehört, auch diese Nina Hagen-Platte, und der Song ist halt total absurd und total weird. Super stranger Text, auch wie die das singt. Und ich habe immer dazu getanzt und habe Playback dazu gesungen.
über Jahre. Und irgendwann meinte Max, Alter, wir covern jetzt diesen Song. Das fand ich immer so lustig, wie du das gemacht hast. Dann sind wir in den Proberaum gegangen, hatten eh noch Zeit. Ich glaube, wir haben, glaube ich, Swantje und Annabelle aufgenommen. Oder irgendwas haben wir aufgenommen. Und dann haben wir halt den Song reingekloppt und fanden ihn lustig und haben ihn halt rausgehauen. Und der macht halt voll Spaß, auch live. Und viel mehr haben wir da nicht drüber nachgedacht. Also, zu wem hast du dann getanzt? Ja, ja. Zu sowas tanzt. Ja, ja. Okay. Ich mag dieses Gruppentanzen nicht, dieses Gruppen-Euphorie-Ding. Alle fragen nach dem Druck. Nee, wir spüren eigentlich keinen Druck. Nicht wirklich, nee. Noch nicht. Keine Ahnung. Ich denke nicht drüber nach. Ich weiß nicht.